Der Begriff Show steht an und für sich, lexikalisch sozusagen, für ein buntes, aufwendiges, spektakuläres Unterhaltungsprogramm. Was all das, diese ganze Definition mit der schönen Show von Grissemann und Stermann zu tun hat? Nichts, würde ich sagen, weil genau das macht diese Show so schön. Denn welche andere bietet uns Inspektor Derrick, total ungeschminkt, den Schachcomputer Deep Blue, absolut unverstanden, oder aber den kleinen Penis, ungeschnitten? Keine andere als die schöne Show von und mit den Chauvinisten Grissemann und Stermann. Die nun folgende Sendung widmet Ihnen die Proletensendung Blech oder Blume. Liebe Freunde, wenn eine Sendung nicht funktioniert, und diese Sendung ist das beste Beispiel einer Sendung, die nicht funktioniert, dann muss man was tun, dann muss man personelle Rochaden setzen, man muss Leute rausschmeißen. Die Quote, die Einschaltquote der letzten schönen Show war so niedrig wie Ihre Instinkte. Da hat was passieren müssen. Wir haben jetzt geschasst 12 Sekretärinnen, 6 Telefonistinnen, 5 Damen von der Maske und die gesamte weibliche ORF-Führungsspitze. Außerdem, was uns beide persönlich auch betroffen gemacht hat, haben wir entlassen müssen 4 illegal beschäftigte thailändische Näherinnen, die bei uns in der Garderobe immer auf unsere Einwegservietten unsere persönlichen Initialen reinnähen haben müssen, wenn wir während einer Drehpause was gegessen haben. Alle rausgeschmissen, ersetzt, ausgetauscht, in Ihrem Sinne. Richtig, man musste einfach was tun. In diesem Sinne haben wir auch den Regisseur gewechselt. Ab heute führt Regie David Hamilton. David hat übrigens auch unsere Kleider ausgewählt. Und wenn Sie sich jetzt genau konzentrieren, können Sie ganz schemenhaft unser beider Brustwarzen erkennen. Viel Vergnügen. David, bitte. Colette. Ja, Paulette. Ja, Colette. Ja, Paulette. Dank dir. Colette. Ja. Ich muss mal. Du musst mal? Sie. Ach gut. Dinkelpause. Jetzt was wirklich für den politisch Interessierten. Wie nennt man das Vorspiel bei den Grünen? Richtig, Biolek. Ja, apropos nochmal, und zwar es gibt einen Bioaktivisten, der jetzt eine Hauptrolle bekommen hat in Hollywood, und zwar werden dort die ganzen Kung-Fu-Filme neu gemacht. Ach. Und Bruce Lee ist ja tot und der neue Mann ist ein Ökoaktivist. Er heißt Müsli. Ja, ja, weil du gerade von Filmen redest, was mich ja immer freut, sind Wiederholungen im ORF, und da bin ich ja gut aufgehoben bei dem Sender. Und vor 10 Tagen ist Gott sei Dank wiederholt worden, wieder einmal Schweigender Lämmer. Oh, und ich habe mich so gefürchtet, Stermann, bei Schweigender Lämmer. Boah, mir ist es kalt den ganzen Rücken runtergelaufen bei Schweigender Lämmer. Warum? Vor allem wegen dieser FBI-Agentin. Boah, habe ich mich vor der gefürchtet. Ist Jodie Foster, oder? Jodie Foster. Ja, Jodie Foster geht ja, meine Damen und Herren, gilt ja als die intelligenteste Schauspielerin in Hollywood und ist damit das genaue Gegenteil von der Piep-Moderatorin Verona Feldbusch, genau. Deren IQ ja angeblich einstellig ist. Ja, Verona Feldbusch moderiert diese widerliche Sendung Piep, die so Themen hat wie: Wie macht man Analverkehr bei Menschen mit künstlichem Darmausgang? Schrecklich! Eine entsetzliche Sendung. Ekelhaft. Und die Frau ist rausgeschmissen worden, wegen angeblich, weil sie zu blöd ist, die Sendung zu moderieren. Ja, wir sehen sie jetzt hier kurz eingeblendet. Und es hieß, dass sie selbst ihren eigenen Namen vom Teleprompter hat ablesen müssen. Und das ging dann irgendwann nicht mehr und die Redaktion hat sich gesagt, Verona, tschüss. Und Verona Feldbusch ist also rausgeschmissen worden bei Piep und stattdessen moderiert jetzt Piep eine Schauspielerin von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Was natürlich ein unfassbarer Schritt ist, denn das wäre ja genauso, als würde dieser Mann hier das literarische Quartett moderieren und dann kommt die Redaktion irgendwann drauf, der Mann ist einfach zu blöd und zu unbelesen, der kann das einfach nicht, schmeißt man raus und dann würde dieser Mann statt ihm das literarische Quartett moderieren. Das wäre etwa das Gleiche, ja, oder? Ich war ja mal bei Verona zum Abendessen eingeladen, habe ich ihr nie erzählt. Und da war es so, da ist ihr ganz viel Salz auf den Boden gefallen. Und da hat sie sich geschreckt und hat gesagt, oh je, mein schöner Teppichboden. Dann hat sie ganz schnell 2-3 Liter Rotwein draufgeschüttet, damit das Ganze keine Flecken gibt. So dumm ist diese Frau.
Heute noch in der schönen Show die ein oder andere kleine Schweinerei. Und jetzt der Tankwart mit der Orgasmusgarantie. Hallo, ich bin Jürgen und ich komme immer, garantiert. Club Nostalgie. In New Orleans ist gut in einem Club sitzen. Das wissen auch Arthur und Pomp, zwei ergraute Ölmagnaten aus Ohio, die sich jeden Freitag im gepflegten Luxusclub Nostalgie, Ecke Manningworth 32. 19 East 36, 804 Riverside 72, 83 West, 9. Columbus Square 14, 78. South North Point Avenue A8 treffen, um bei einem gemütlichen Glas schottischem Whisky und zwei Meter langen Virginia-Zigarren die Vergangenheit Revue passieren zu lassen. Pomp, so will es die Tradition, beginnt wie immer das Gespräch mit einem Sinnspruch aus alten Tagen. Arthur! Ja, Pomp! Pomp, ja, Arthur! Pomp! Ja, Pomp, ich höre, Pomp! Arthur! Arthur, ja. Arthur, ja. Reden! Hä? Reden! Ja, reden! Ja, reden! Ja, immer Maul offen, du Pomp! Ja! Reden ist Silber! Ja, ja, Pomp, ja! Silber! Ja, Silberbezahlung! Gut, ja! Schweigen! Ja, schweig als Maulpump! Ist Gold! Ja, Gold! Ist gut, Gold! Gute Nacht, Pomp. Gute Nacht, Arthur. Ich bewundere mich so irrsinnig, ja? Seit 25 Jahren! 25 Jahren, jeden Tag 50 Zigaretten. Nie aufgehört, noch nie. Was das für eine Willensstärke ist, toll. Was ich meine, oder? Das ist echt toll. Du bist ja eine Memme. Du bist ja willensschwach, du hast ja sogar aufgehört zu rauchen, oder? Hast du aufgehört? Ja, ich habe aufgehört zu rauchen, ja. Ja. Aber es tut mir auch leid, aber jetzt bin ich Gott sei Dank bei einem Arzt gelandet, der versucht mir, mich via Akupunktur wieder zum Raucher zu machen. Ja, schön. Das ist schwierig, aber ich hoffe, es gelingt. Ja, aber das ist ja auch so schlecht für die Zähne. Und ganz schlecht für die Zähne. Probleme hast du mit den Zähnen, oder? Ja, ich habe solche Probleme mit den Zähnen, dass ich jetzt nur mit den Augen essen kann mittlerweile. Das ist ja auch so peinlich im Restaurant. Außerdem habe ich dritte Zähne und trotzdem Karies. Das könnte aber auch daran liegen, dass du einen Fehler machst. Du liest wahrscheinlich genau, was auf der Packung steht immer, oder? Bei der Zahnpasta. Und da steht ja mal drauf, Tube auf den Kopf stellen. Ja. Und wenn du das wirklich befolgst, dann bringt das nichts. Du musst sie schon auch putzen, ja? Dann hört das auch auf mit diesen gelben Zähnen bei dir. Remarque, Brecht, Kästner. Entschuldigung, es fällt mir gerade so einer. Das waren noch Weiber, ja? Ja. Übrigens, wir kriegen immer viele Zuschriften. Wie wird man Fernsehmoderator? Wie schafft man das? Muss man da eine wirkliche Ausbildung machen? Wie lange dauert der Lehrgang? Und das brauchen Sie natürlich nicht, das merken Sie ja spätestens bei Alfons Heider, dass man keine Ausbildung dafür braucht. Was man können muss, um im ORF zu moderieren, ist allerdings, man muss mit den Brustwarzen ein Instrument spielen können. Ja, das Instrument können Sie sich dann selber aussuchen. Ich zum Beispiel habe mich damals beworben mit einer Trompete. Ich muss kurz meine Zigarette ausmachen. Also man nimmt die Trompete einfach, tut sie in die Brustwarze, ist ja keine große Kunst, und spielt ein bisschen. Ja? Ich kann mich das kurz anhören. Mit diesem Lied habe ich mich damals beworben. Sie müssen aber keine Trompete spielen, Sie können auch ein Instrument Ihrer Wahl nehmen, zum Beispiel das offizielle Alzheimer-Instrument Fagott. Können Sie auch spielen mit der Brustwarze und ja, dann werden Sie wahrscheinlich schon genommen. ORF-Moderator, das älteste Gewerbe der Welt. Was habe ich? Sie haben nur noch 2 Wochen zu leben. Und wovon? Ich bin Straßenmusiker. Ich war gestern Morgen beim Kinderarzt, meine Damen und Herren. Davon kann ich nur abraten. Kinderärzte, viel zu jung. Hä? Ach so. Umblättern? Ja. Entschuldigung. Jetzt, kann ich... Geh einfach ran. Der kann ja später weiterlesen.
Hallo? Grissemanns Mutter und ich finden, Grissemann sollte sich etwas mehr Mühe beim Telefonieren geben. Eine Aktion der Telekom. Stermann, hast du gelesen? Was? In Deutschland ist es jetzt so, wenn der Opa stirbt. Ja, was liest du denn, ne? Schubert. Aha. Schubert, ja. Wenn der Opa stirbt, und der Enkel will das aber nicht, weil der Enkel den Opa so gern hat, dann ist es jetzt glücklicherweise in Deutschland so, dass man statt dem Opa auch Peter Maffay nehmen kann. Apropos Sterben, meine Damen und Herren, wir starten heute die Aktion Kranke besuchen Gesunde. Wenn Sie krank sind, schreiben Sie einfach an den ORF 1136 Wien, schöne Show. Dann vermitteln wir Ihnen einen Gesunden, den Sie besuchen können. Hat der eine Lesegeschwindigkeit, schau das an. Ist ja irre. Betreut wird die Aktion Kranke besuchen Gesunde übrigens von meinem Anwalt. Wahnsinn. Und mein Anwalt ist komisch. Mein Anwalt sagt ohne mich gar nichts. Die sehr doofen Gebrüder Goczynski. Viktor. Hm? Viktor, was machst du? Ach, Rüdiger. Nichts Bestimmtes. Alles klar, hoi, Bruderherz. Viktor, ja, ja, schon gut. Mach dich mal nützlich und geh das Essen vorbereiten. Wird gemacht, Bruderherz. Wird gemacht. Lieber Surbraten, Rüdiger wird dich in etwa 10 Minuten in kleine Teile schneiden und verzehren, sodass nichts mehr von dir übrig bleibt. Lieber Reis, nimm's nicht so tragisch, auch du wirst geschluckt. Anschließend werdet ihr, Reis und Surbraten, über den Mund und die Speiseröhre in Rüdigers Magen landen und gegen Abend über seinen Darm wieder ausgeschieden. Gute Reise! Viktor, was machst du, Viktor? Ich habe dir doch gesagt, du sollst das Essen vorbereiten. Hab ich doch gemacht, Bruderherz. Hab ich doch gemacht. Die sehr doofen Gebrüder Goczynski. Stermann, ich sag dir, du wirst nur mal völlig verblöden. Du und dein Klavierspiel, deine Malerei, deine philosophischen Zirkel, deine Bücher. So ein dumpfes, stumpfes Leben. Ich hab wenigstens meine Talkshows. Ich schau fern. Ilona, Vera, Viktor. Hey, du hast es einfach besser getroffen als ich, Grissemann. Du beschäftigst dich wenigstens noch mit was. Du weißt ja, ich bin Bettnisser. Ja, du bist Bettnisser? Mhm. Moment, du hast doch 3 Jahre lang in der Wohnung ober mir gewohnt. Ja. Und ich denke mir die ganze Zeit, was sind das für dunkle, nasse Flecken am Gemäuer? Das warst du das? War ich ja. Und dann war ich ja lange Jahre Busfahrer in Deutschland, oder? Ja. Völlig vereinsamt. Aber warum? Weil während der Fahrt nie einer mit mir gesprochen hat. Ach so, wegen dem Schild, während der Fahrt nicht mit dem Fahrer reden. Ja. Habe ich umgesattelt, wurde Gebäudereiniger, das war noch schlimmer. Albtraumjob. Ich war Gebäudereiniger in einer Bulimie-Klinik. Wahnsinn. Dann wollte ich mittags in der Kantine dort essen, ging aber nicht, die war immer brechend voll. Schließlich war ich so depressiv, dass ich die Fingernägel von fremden Leuten gekaut habe. Völlig zerrüttet, oder was? Völlig zerrüttet, ja. Ja, zu Weihnachten habe ich mich den ganzen Tag besoffen. Trotzdem war ich immer nur betrunken. Weihnachten? Mhm. Moment, was ist das? Weihnachten, das kenne ich doch. Weihnachten, ist das mit das Vierbeinige mit Fell? Du meinst Lassie. Ach so, es ist Lassie. Das verwechsel ich immer. Verwechselst du immer, ja. Naja, mein Gott. Ah, was will man machen? Stefan, wieso ist mein Tee im Eisschrank. Ja, als das Wasser gekocht hat, habe ich es eingefroren, weil heißes Wasser kann man immer brauchen. Paramount Pictures presents Dirk Snipes und Christoph Swayze in der brutalen Actionkomödie Go Home, Atom, Riesenzoff mit der Antimaterie. Dirk Snipes ist Chinnet Wong Fu, eine skrupellose chinesische Atomexpertin.
Sharon, ich werd verrückt. Schau auf den Monitor. Ich hab's, die Antimaterie. Christoph Swayze ist Sharon Salamander. Jeanettes mörderische Rivalin. Chico, knall sie ab. Tu's für mich. Ich will Mrs. Antimaterie werden. Go home, Atom. Sharon, du Schlampe, das hätte ich nie von dir gedacht. Jetzt bist du dran, Schätzchen. Flossen hoch! So wirst du nie Mrs. Antimaterie, du Bestie! Das Filmereignis 96. Go home, Atom. Riesenzoff mit der Antimaterie. Flossen hoch! Im Nobelpreisbüro ist die Hölle los. Geld hoch und Flossen her! Gags mit dem Teilchenbeschleuniger. Mörder an den Mikroskopen. Christoph Swayze, Dirk Snipes und in weiteren Rollen Harrison Edlinger. Hey, ihr da, Flossen hoch. Go home, Atom. Riesenzoff mit der Antimaterie. Ab 9. Kino in ihrem Februar. Meine Damen und Herren, haben sich je schon mal überlegt, was der Schauspieler Gerd Voss für ein Riesenglück hatte? Riesenglück? Es hätte ja alles ganz anders kommen können. Es hätte ja sein können, dass Kate Moss die Tochter ist von Bonanza-Darsteller Hoss und Diana Ross. Dann würde Kate Moss ja heute heißen Kate Moss Hoss Ross. Und Gerd Voss hätte unter Umständen natürlich sie heiraten können und den Namen von ihr annehmen. Und dann heute würde in allen Zeitungen stehen, in der Rolle des Hamlets, Gerd Voss Hoss Rosmos. Das wäre ja schrecklich. Grissemann. Hä? Grissemann, was machst du da? Du weißt doch, ich habe mir so Bausteine gekauft im Spielwarengeschäft. Ja, und? Und ich baue jetzt ganz genau nach das Bordell, in dem wir beide gestern waren. Kannst du dich erinnern? Wir von Spielwaren Bubenglück sind stolz auf unsere 140-jährige Bausteintradition, die ungetrübte Spiel- und Baufreude für unsere Jüngsten garantiert. Wir sehen es als unsere moralische Verpflichtung an, Eltern dazu anzuhalten, mit ihren Kindern gemeinsam mit den bunten Steinen Kirchen, Kindergärten und Krankenhäuser zu bauen. Meine Damen und Herren, es gibt so ungelöste Rätsel auf der Welt. Eins zum Beispiel ist, wie man ernsthaft uns beide für eine Fernsehsendung engagieren kann. Ein weiteres ist das große Mysterium Briefträger. Briefträger gehen zu diesen großen gelben Kästen, holen die Briefe raus, stecken die Briefe in die Tasche, fahren mit ihrem Mofa oft Kilometer weit, um dann dort anzuläuten, wo der Brief hingehört. Ja? Dann sollen die Briefträger doch die Briefe auch selbst schreiben, wenn sie es sonst schon alles tun. Meine Damen und Herren, gestern kam es über alle Agenturen getickert. 6 Glas Wasser, man kann wieder gehen. Eine Mediensensation offensichtlich, eine biologisch-medizinische vor allem. Eine große Schlagzeile. 6 Glas Wasser, man kann wieder gehen. Und ob das tatsächlich funktioniert, das werden wir Ihnen demonstrieren nach diesem sinnlosen Unterbrecher. Das erschütternde Porträt dreier Menschen mit multipler Persönlichkeit in 10 Minuten. Beavis and Butthead in der Filmbox in 70 Minuten. Danach in Stephen Kings Horrorkabinett. Ausschnitte aus dem Klassiker Invasion der Körperfresser. Und ein Flow zu Ehren deutscher Songwriter und Bands wie Tokotronic und Stereo Total in 1,5 Stunden. Hallo zum zweiten Teil der Sendung, die die Lieblingssendung ist aller Zeugen Jehovas im südlichen Deutschland. Hallo ihr Lieben in Bayern. Wir widmen uns heute der Frage, ist es möglich, diese Überschrift, die wir alle gelesen haben, 6 Glas Wasser, man kann wieder gehen, funktioniert das Ganze? Wir wollen es jetzt überprüfen. Grissemann, bitte hol die 6 Glas Wasser. Ich hole jetzt 6 Glas Wasser. Mach's ein bisschen zügiger und geh nicht so gebückt. So. So, hier sind 6 Glas Wasser. Kann ich jetzt wieder gehen? Ja, du kannst wieder gehen. Dann gehe ich wieder. Sie sehen also,
Es ist keine besondere Sache, diese Sache, die da in den Medien stand. Ist Ihnen übrigens aufgefallen, dass je älter ein Foto ist, umso jünger schaut man aus? Interessant, oder? Was ist? Zuspielung! Nein, keine Zuspielung. Wir müssen erst mal sagen, um was es jetzt geht. Jetzt kommt der Mann, der hinter den Kulissen der schönen Show für alles verantwortlich ist. Und so ein Mann muss natürlich alle Sinne beieinander haben. Das darf kein kreativer Wirrkopf sein. Nein. Sondern es muss einer sein, der auch vernünftigen Klartext reden kann. Und das kann unser Chef, Gott sei Dank, João. Für Christmann würde ich sagen, so mit so Baguette. Und wie heißt der andere, Entschuldigung? Stehmann. Der Stehmann würde ich ihm sagen, ob er eine Kupplung hat. Ob er eine Kupplung hat. Und wenn er eine Kupplung hat, kann er die Baguetten holen und können so da frühstücken. Weil die treffen sich nicht so oft. Und wenn die Kupplung hat und in eine Bäckerei geht, ölt die Baguetten, frühstücken die beide und ja, so, und danach rufen an. João, unser Chef, ein Bunskerl. Meine Damen und Herren, könnten Sie auch darüber heulen, dass Sie in Wahrheit nur ein Säugetier sind? Wir kommen nun zu einer Rubrik, die mein Kollege Grissemann geschrieben hat. Es ist seine Lieblingsrubrik. Ich selbst distanziere mich von ihr. Grissemanns kleiner Gänsefüßchenkurs, bitte. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass Grissemanns kleiner Gänsefüßchenkurs sich in den letzten Wochen zum absoluten Heuler entwickelt hat, vor allem unter den Intellektuellen unter Ihnen. Grissemanns kleiner Gänsefüßchenkurs beschäftigt sich aus Gründen der Unterhaltung mit dem Setzen von Gänsefüßchen an irritierenden Stellen. Dazu haben wir wieder einen Satz uns ausgewählt, der uns in diesen Tagen beschäftigt. Florian hat Niki eine Niere gespendet. Wo kann man hier unverständliche Gänsefüßchen setzen? Grissemann meint, am besten hier. Florian hat Niki eine Niere gespendet. Vielen Dank. Und damit kommen wir zu einem anderen Heuler, nämlich zu Derek. Immer wieder erreichen uns Zuschriften. Was ist da eigentlich los bei Derek? Was ist los mit dem Fall Bruns? Was passiert in der ersten Folge, in der zweiten, in der dritten? Wir wiederholen nun diese drei ersten Folgen, denn heute wird sich der Fall Bruns lösen. Morgen, Harry. Morgen, Stefan. Na, was ist los? Eine ganz ruhige Nacht. Nur normale Tote. Ich glaube, ich brauche noch einen Kaffee. Was steht denn auf dem Programm für heute? Was haben wir denn? Zwei Vernehmungen. Aber da ist eine Sache, die wird dich sicher interessieren. Du erinnerst dich doch noch an den Fall Bruns. Bruns? Ja, das war vor 10 Jahren die Sache mit dem Geldtransport. Das war ein eiskalter Coup, von langer Hand vorbereitet und durchgeführt. Bruns wurde zu lebenslänglich verurteilt. Und jetzt sag mir mal, warum wir darüber sprechen. Bruns wird entlassen. Was, wirklich? Schon nach 10 Jahren? Ja, wegen Haftunfähigkeit. Ist er krank? Er ist blind, so gut wie blind. Wegen einer Augenkrankheit ein stark vermindertes Sehvermögen. Das ist eine interessante Neuigkeit. Du weißt, was das heißt. Er will die anderen umbringen. Mein Fall, Ihr Fall, unser gemeinsamer Fall. Ist der noch normal? Müssen wir das ernst nehmen? Er hat ohne Bedenken 2 Fahrer erschossen. Und jetzt hat er weit bessere Gründe, du. Ja, ist in einer Endphase da. Ist nicht dran zu leugnen. Das ist nichts. Das ist so, weißt du, wie wenn nichts mehr für ihn von Bedeutung wäre. Es ist doch bedenklich, nicht? Er sagte doch, wir sollten nicht hinter ihm herlaufen. Aha. Dann gibt er diese Anzeige auf.
Er sucht jemanden, der ihm behilflich ist. Ja, was ist denn, wenn wir ihm jemanden ins Haus schicken, der ihm behilflich ist? Bruns wird wissen, dass wir längst von der Anzeige erfahren haben. Ihm jemanden ins Haus schicken? Nee, ich denke, das geht nicht. Oder? Oder doch? Szenen aus dem Panzerschrank des ORF. Harry und Stefan beraten und versuchen, den Fall Bruns zu enträtseln. Letzte Folge jetzt. Was ist mit Bruns? Was ist mit Harry? Was mit Stefan? Stefan? Ja? Bei der Gefängnisfürsorge hat jemand angerufen. Die haben sich nach der Adresse von Bruns erkundigt. Die Labeck-Brüder. Die wissen jetzt, wo Bruns wohnt. Wo sind denn die? Keine Ahnung. Da müssen wir sie suchen lassen. Gabriele ist mit Bruns unterwegs. Sie sind rausgefahren. Sie fahren in der Gegend herum. Ach, der macht jetzt Ausflüge. Noch nie, seit es Sitzsäcke gibt, hat eine Aktion so eingeschlagen wie unsere Sitzsack-Aktion. Studenten können uns schreiben und hier drin Platz nehmen. Was? Weil es so viele Leute sind, die uns geschrieben haben, müssen wir jetzt irgendein Auswahlkriterium finden und wir haben uns entschieden für ein Quiz. Die Quizfrage heute lautet: Können Indianer Röteln bekommen? Wenn du, lieber Student, die Antwort weißt, dann schreib einfach an den ORF 1136 Wien, schöne Show. Dann unter den richtigen Einsendungen wählen wir zwei aus. Die sitzen dann das nächste Mal hier im Sitzsack. Was genau? Ich kann nicht allein moderieren. Es läutet, Grissemann. Hä? Es läutet. Hallo? Bitte? Ist für dich meine Mutter. Falls Sie sich übrigens fragen, was das hier ist, was die ganze Sendung schon zwischen uns steht, das ist, und da lügen wir nicht, wirklich tatsächlich Deep Blue, dieser Schachcomputer, der Kasparov geschlagen hat in der letzten Woche, glaube ich. Und eigentlich hätte Kasparov auch heute kommen sollen, das ist sich aber leider nicht ausgegangen. Und wir haben Deep Blue deshalb eingeladen, weil es zu einem erneuten Duell zwischen Kasparov und Deep Blue kommt. Kasparov wollte unbedingt, dass er noch eine letzte Chance bekommt. Diesmal, aber nicht im Schachspielen, diesmal tritt Kasparov gegen Deep Blue an, im Verstecken spielen. 5, 4, 3, 2, 1. Kasparov, kannst kommen. Willst du noch was sagen? Mir ist sterbenslangweilig. Keine Angst. The show must not go on. Und tschüss. Jawohl.